Om Shamakas Chai Kadandas Chakapilo Kachakarna Kahalam Bodaras Chavikato Vignara Joganadipa Dumakitur Ganatyaksho Palachando Gajanana Tvada Shaitani Namamiya Padichanayada Pisaravakarya Samarambe Vignas Tasena Jayate. Sitze ruhig und gerade für die Meditation. Wirbelsäule aufgerichtet. Schultern entspannt. Kiefergelenke entspannt. Augen entspannt. Bitte Körper und Geist, in den nächsten 20 Minuten ruhig und entspannt zu sein. Und nimm dir vor, während dieser Zeit entspannt mit geradem Rücken zu sitzen. Wir wollen meditieren mit einer Form der Energiemeditation. Atme dazu tief mit dem Bauch ein und aus. Atme 3 bis 4 Sekunden lang ein. Atme 3 bis 4 Sekunden lang ein. Aus. Atme 3 bis 4 Sekunden lang ein. Atme 3 bis 4 Sekunden lang aus. Dann konzentriere dich besonders auf Sonnengeflecht im Bauch. Sitz der inneren Mitte des Sonne von Mut, von Willenskraft. Wenn du gerne ein Mantra wiederholst, dann wiederhole ein Mantra im Bauch. Du kannst auch eine Affirmation wiederholen. Ich habe Mut und Selbstvertrauen. Ich habe Mut und Selbstvertrauen. Jetzt atme ein zum Bauch und ausatmen zur untersten Wirbelsäule. Einatmen, stelle dir wieder die Sonne vor, die größer wird, oder ein Feuer im Bauch. Und ausatmen, schicke einen konzentrierten Lichtstrahl hinunter zur untersten Wirbelsäule. Einatmen, die Sonne leuchtet auf oder das Feuer im Bauch. Ausatmen, ein Licht- oder Feuerstrahl zur untersten Wirbelsäule, die unterste Wirbelsäule leuchtet auf. Du kannst aber auch ein Mantra wiederholen. Oder auch eine Affirmation. Beim Einatmen in mir ist, beim Ausatmen unendliche Kraft. In mir ist unendliche Kraft. Oder auch ich finde Zugang zu meiner Kraft. Ich finde Zugang zu meiner Kraft.
Atme weiter tief ein und aus. Geh jetzt beim Einatmen mit deiner Bewusstheit vom Bauch zur untersten Wirbelsäule. Und beim Ausatmen über die Wirbelsäule hoch zur Scheitelgegend. Einatmen, Lichtkugel vom Bauch zur untersten Wirbelsäule. Ausatmen, Lichtkugel durch die Wirbelsäule hoch zur Scheitelgegend und als Licht nach oben ausstrahlen lassen. Einatmen vom Bauch zur untersten Wirbelsäule. Ausatmen über die Wirbelsäule hoch zum Scheitel und nach oben. Du kannst aber auch ein Mantra wiederholen. Oder du kannst auch geistig die Affirmation wiederholen. Ich strebe nach dem Höchsten. Einatmen, ich strebe. Ausatmen nach dem Höchsten. Jetzt vervollständige diesen Energiekreislauf zum makrokosmischen Kreislauf. Verbinde alle wichtigen Chakras miteinander mit dem Energiefeld der Erde und des Himmels. Geh beim Ausatmen mit deiner Bewusstheit durch die Wirbelsäule hoch zum Scheitel und über den Scheitel weit nach oben zum Himmel. Einatmen mit deiner Bewusstheit vom Himmel über den Scheitel, über Stirn, Kehle, Herz, Bauch, Schambein gegen zum Beckenboden und bis hinunter in die Erde. Ausatmen von den Wurzeln der Erde in den Beckenboden und dann über die Wirbelsäule hoch zum Scheitel zum Himmel. Einatmen vom Himmel vorne hinunter, hinunter zur Erde. Ausatmen von den Wurzeln der Erde über Beckenboden und Wirbelsäule hoch zum Himmel. Wer will, kann auch die Verbindung andersherum machen. Ausatmen vorne hinunter. Einatmen hinten hoch, aber nach vorne hinunter bis in die Erde und hinten hoch bis zum Himmel. So verbindest du alle wichtigen Chakras miteinander. Du verbindest dich mit der Energie der Mutter Erde, mit der Energie des Himmels. Wiederhole dabei ein Mantra oder einfach Om.
es nicht? Ja, gar nichts. Ich glaube, die sind so müde wie ich. Was du brauchst, ist ein Red Bull. Ich brauche doch keine Energie zum Fischen. Nicht für dich, für die Fisch. Für die Fisch? Du wirst sehen, Red Bull verleiht Flügel. Jetzt lasse den Atem sehr sanft fließen. Na, nicht schlecht. Atme sanft ein, atme sanft aus. Und bringe jetzt die Konzentration zum dritten Auge, Ajna Chakra. Punkt zwischen Augenbrauen, Mitte der Stirn oder den Bereich davor. Bei geschlossenen Augen schaue leicht nach oben, weit ins Unendliche. Wiederhole ein Mantra wie Om oder Om Namah Shivaya. Vielleicht spürst du ein sanftes Pulsieren von Energie. Vielleicht siehst du Licht oder Farben. Vielleicht fühlst du dich erhaben und verbunden. Vielleicht kommen andere Gedanken, die du in die Stirngegend hinschicken kannst. Vielleicht ist einfach Stille. Atme sanft ein, atme sanft aus. Wiederhole ein Mantra wie Om oder Om Namah Shivaya. Konzentriere dich auf die Stirngegend oder den Bereich davor. Und sei neugierig, was dabei geschieht. Stille.
Mantra singen. Jaya Ganesha, Seite 12. Auch ein Tipp an all diejenigen, die vielleicht gestern zum ersten Mal in ihrem Leben beim Mantrasingen dabei waren. Ich würde euch mal empfehlen, singt heute Abend mal bewusst mit. Manche von euch haben jetzt bisher Mantras zugehört, manche haben Mantras geflüstert. Das sind auch schöne Erfahrungen. Aber Mantras singen ist nochmal eine etwas Eigenständiges. Und wenn ihr jetzt schon hier seid, dann könnt ihr die Gelegenheit auch nutzen, mal zu erfahren, was heißt Mantra singen. Nur ein Tipp. Jaya Ganesha, Jaya Ganesha, Jaya Ganesha, Pai Mam, Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha, Raksha Mam. Sharavanapava, 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 Paimam, Supramanya, 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 Rakshamam. Jaya Saraswati, Jaya Saraswati, Jaya Saraswati, Paimam. Shri Saraswati, Shri Saraswati, Shri Saraswati, Rakshamam. Jaya Guru Shiva Guru Hari Guru Ram Jagat Guru Param Guru Sat Guru Shyam Amadi Guru Advaita Guru Ananda Guru Om Chit Guru Chit Gana Guru Chin Maya Guru Om Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya. Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya. Om Namo Narayanaya, Om Namo Narayanaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Shivanandaya. Om Namo Bhagavate Satyanathaya. Shivananda, Shivananda, Shivananda Pahi Mam. Satyodeva, Satyodeva, Satyodeva Rakshamam. Om Namo Bhagavate Vishnadevanandaya. Om Namo Bhagavate Vishnadevanandaya. Vishnu Swami, Vishnu Swami, Vishnu Swami Pahi Mam. Shri Gauranatha, Shri Gauranatha, Shri Gauranatha Rakshamam. Shri Ram, Jaya Ram, Jaya Jaya Ram. Om Shri Ram, Jaya Ram, Jaya Jaya Ram. Rama, 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 Sita, Rama. Rama, 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 Radheshyama. Om Tat Sat, Om Tat Sat, Om Tat Sat, Om. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti, Om. Würde ich gern mit euch zusammen das Maha-Mantra singen. Hört ihr mich? Ja, ja. Das ist auf der Seite 12 im Ketanet. Krishna, Krishna, Hare, Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna.
Krishna, Krishna, Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare, Hare. Ich möchte gerne mit euch die Nummer 158 singen, auf der Seite 30. Und das erste Mal singe ich vor und dann das andere Mal können wir alle zusammen singen.
Radhe Radhe, O Shri Radhe Radhe Radhe, Radhe 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 Shyama. He Govinda, He Für das nächste Mantra wäre es sehr wichtig, dass ihr nochmal in eine entspannte Meditationshaltung reinkommt. Wenn ihr soweit seid, dann schließt mal die Augen. Aber lasst die Ohren offen. Bleib ganz bei dir und sei ganz entspannt. Überprüf nochmal deine Sitzhaltung. Rücken ist gerade, Schultern entspannt. Nimm noch ein paar tiefe Atemzüge. Tief ein, tief aus. Und bleib ganz bei dir. Ich werde jetzt Dhanvantari anrufen. Das ist der Schutzgott des Ayurveda. Mit dem Dhanvantari-Mantra. Und Dhanvantari steht unter anderem für Heilung. Damit die Kraft und die Heilenergie auch ankommen kann, ist es wichtig, dass ihr euch sehr öffnet vom Herzen her. Und lasst die Klänge einfach auf euch wirken. Thank you.
Varatam Rutam Gatam Chagudurabini Chachatubi Sukshma Svacha Atirjam Shukha Ali Vilasan Maulimam Bojanetra Kalambo Doja Vlangam Kajitat Vilasa Charupitam Baranyam Vande Dan Vantarim Tamnikila Garavana Raura Ravakni Lila Om Shri Dan Vantaraye Namaha Om Shri Dan Vantaraye Namaha Vantaraye Namaha. Seine Anrufung der Göttin Tara und ihr findet den Text unter der Nummer 550. Om Tari,
Soha, Om Tari, Tu Tari, Tu Di, Soha, Om Tari, Tu Tari, Tu Di, Soha, Om Tari, Tu Tari. Tu Tari, Tu Tari, Tu Tari.
möchten gerne mit euch das Mahamantra singen. Ich bitte den Soundmann, das Harmonium ein bisschen leiser zu machen und den Gesang von dem Mikro ein bisschen lauter. Hare Krishna, Hare Rama. Krishna, Krishna. Krishna, 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 Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare, Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare, Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare, Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna. Krishna. Krishna, Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare.
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare, Hare.
Moment Stille. Shanti, shanti, shanti. Om, Frieden, Frieden, Frieden. Om Namah Shivaya. Wir kommen so langsam in den Yoga-Vidya-Jubiläumsmonat. Ich glaube, ihr habt alle schon die Fotos gesehen und habt gesehen, dass auch die Körper von Yogis durchaus altern. Brahman bleibt immer gleich. Hm? 20 Jahre Yoga-Vidya. Dann die Frage aber, wann hat Yoga-Vidya tatsächlich begonnen? Hm? Hier ist Mahashakti, wann warst du das erste Mal gekommen? Erst vor 19 Jahren. 1993 war sie das erste Mal. Ist jemand noch länger dabei? Momentan diejenige, die am längsten hier ist. Sag krass, war ihr verlängertes Wohnzimmer dort. Abo gehabt und fast täglich gekommen. Frage, wann hat Yoga Vidya tatsächlich begonnen? War es vor 20 Jahren? Also, ich glaube, am 6. Mai haben wir den Mietvertrag unterschrieben und irgendwo, oder war es dann 2 Wochen später, um den 20., als ich dann eingezogen bin ins Zentrum. Wir haben als erst 2 Sachen haben wir ins Zentrum zuerst drin gehabt. Das erste war der Altar. Und das zweite war ein Computer mit Drucker. Es gab noch kein Bett, es gab keinen Teppich, es gab eigentlich nichts. Die Handwerker waren irgendwo dabei. Aber erstmal war wichtig zu meditieren und Asanas Pranayama zu üben, Schwingung aufzubauen. Und dann war wichtig, die Broschüre zu erstellen und Plakate auszuhängen und die Stadt Frankfurt mit Plakaten zu pflastern und mit Broschüren auszulegen. Gut, dann am 15. Juni war die Eröffnungsfeier. Große Probewoche oder danach. Danach haben wir erst die Eröffnungswoche gehabt, Intensivwoche, und erst danach am Samstag drauf war die offizielle Eröffnung. Bei Yoga Vidya öfter so eine komische Geschichte. Es ist schon auf, bevor wir es offiziell eröffnen. Denn ich für den Westerwald, der war seit 96 eröffnet, aber erst an Himmelfahrt 97 haben wir die offizielle Eröffnungsfeier gehabt. Da waren schon zig Seminare gewesen, aber erst an Himmelfahrt 97. Und deshalb feiert Westerwald auch jetzt an Himmelfahrt das 15-jährige Bestehen. Aber erst da waren wir so weit, dass wir halbwegs sagen können, wir haben die behördlichen Auflagen erfüllt, sodass der Bürgermeister das offiziell einweihen konnte. Vorher haben wir gedacht, das kann man dem nicht zumuten. Gut, aber hat Yoga Vidya wirklich dann begonnen? Kann weiter zurückgehen. Letztlich, Yoga Vidya heißt die Weisheit, die Wissenschaft von Yoga. Die Weisheit, die Wissenschaft, eins zu werden mit dem Göttlichen, dem Unendlichen. So könnte man sagen, es hat ganz am Anfang begonnen. Bei den allerersten Menschen. Da gab es die 4 Kumaras. Und
Diese vier Kumaras waren die ersten Menschen und sie waren von Brahma, dem Schöpfer, selbst geschaffen und sie sollten weiter die Schöpfung fortfahren. Aber irgendwo haben die vier Kumaras sich gefragt, wer bin ich, woher komme ich, wohin gehe ich, gibt es eine höhere Wirklichkeit? Anstatt jetzt interessiert daran zu sein, ja, einfach zu probieren, Besitz anzuhäufen und alles Mögliche Sonstige zu machen, haben sie sich gefragt, ja, wer bin ich? Woher komme ich? Wohin gehen wir? Dann gingen sie zu einem Meister. Paradoxerweise waren die ersten Menschen, aber sie sind eigentlich die vier einzigen und sie begaben sich auf die Suche nach einem Meister. Indische Mythologie darf man nicht immer zu wörtlich nehmen und auch nicht zu logisch sehen. Aber was dort hinter steckt ist, ist der Schüler bereit, ist der Meister nicht weit. Selbst wenn es niemand auf der Welt gibt, der Meister kommt trotzdem. Und so heißt es, dass sich Shiva selbst manifestierte als Dakshinamurti. Und Dakshinamurti erschien, nachdem die vier Kumaras dieses intensive Verlangen hatten nach einer höheren Wirklichkeit, das intensive Verlangen hatten, wirklich zu erfahren, wer sie wirklich sind. Und ganz tief wollten sie es wissen. Und so manifestierte sich Gott als Dakshinamurti, Verkörperung der Einweihung. Und Dakshinamurti hob eine Hand und berührte mit seinem Zeigefinger den Daumen. Dann senkte er die Hand und meditierte. Das war die vollständige Anweisung, die er gab. Keine vierwöchige Yogalehrerausbildung, keine halbjährige Ayurveda-Massage-Ausbildung, nicht mal ein Wochenendseminar. Da ist alles Yoga-Vidya enthalten. Das symbolisiert der Ego, der Zeigefinger symbolisiert hier den Ego-Finger. Und der Ego-Finger ist normalerweise mit den drei Gunas, Sattva, Rajas und Tamas. Das heißt, mal sind wir gut gelaunt, Sattva. Mal sind wir ein bisschen unruhig, Rajas. Mal sind wir ein bisschen schräg drauf, Tamas. Und das Ego identifiziert sich damit und sagt, ah, mir geht's toll. Dann sagt, oh, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Oder, das muss ich noch schaffen, das muss ich noch schaffen. Und warum tut er nicht das, was er tun soll? Und warum kriege ich nicht das, was mir zusteht? Rajas. Oder, es hat alles keinen Sinn. Schaffe ich nie. Tamas. Ego identifiziert sich mit all dem. Dann muss das Ego sich neigen. Erstens weg von den drei Gunas und letztlich wird es dann vom Ego zum Ich. Und das Ego verbindet sich mit Brahman, verschmilzt mit Brahman. Es entsteht die Einheit. Yoga, Einheit. Verbinden, Einheit führt zu Vidya, zum Wissen. So hat Yoga Vidya begonnen. Dann ging es noch weiter. Ein paar hunderttausend Jahre später, oder vielleicht auch noch ein paar tausend Jahre, darf man die Chronologie nicht zu ernst nehmen, Beginn des Kali-Yugas. Parvati, Gemahlin von Shiva, wusste, jetzt beginnt Kali-Yuga. Die Menschen können nicht mehr so schnell Sachen verstehen wie damals die Kumaras. Die sind ein bisschen schwerer von Begriff. Die werden sehr physisch verhaftet sein. Sie werden ständig irgendwelche körperlichen Gebrechen haben. Sie werden voller Emotionen sein. Sie werden nicht ausreichend Energie haben, um all das zu bewältigen, was sie zu tun haben. Und so ging sie zu ihrem Mann, Shiva. Und sagte, Liebling, Herr des Universums, vor dem Hintergrund, dass das Kali-Yuga bald beginnen wird, was sollen Menschen tun, um trotzdem die Verwirklichung zu erreichen?
Sie ist nicht mehr in der Lage, subtile Andeutungen zu verstehen. Sie ist nicht in der Lage, ihren Geist zu kontrollieren. Sie ist nicht in der Lage, viel Tapas zu üben, Askese. Was sollen sie machen? Dann sagte Shiva, im Kali-Yuga ist Hatha-Yoga ein besonders guter Weg zur Verwirklichung. Im Kali-Yuga, dort werden die Menschen körperliche Krankheiten haben. Also Hatha-Yoga hilft ihnen, gesund zu werden und zusammen mit der Gesundheit noch vieles andere. Menschen werden viel Energie brauchen, um das zu bewältigen, was sie zu tun haben. Hatha-Yoga wird ihnen Energie geben, um das zu tun, was sie zu tun haben, plus spirituell entwickeln. Die Menschen werden Schwierigkeiten haben, ihren Geist zu konzentrieren. Der Geist wird schwach sein. Hatha-Yoga wird ihnen helfen, ihren Geist zu konzentrieren und zu fokussieren. Es wird den Menschen schwerfallen, den Geist zu erheben in höhere Ebenen. Die Menschen werden Asana, Pranayama, Mudras, Bandhas üben, also verschiedene Hatha-Yoga-Praktiken. Das Prana wird erhoben, der Geist wird erhoben. Dann können sie mit dem Höchsten verschmelzen. Daher Hatha-Yoga, ganz besonders gut. Und so gab Shiva die Hatha-Yoga-Vidya, wie es in der Hatha-Yoga-Pradipika beschrieben wird, also die Weisheit der Vereinigung über körperliches Bemühen, Hatha-Yoga-Vidya, gab Shiva weiter. Er gab es weiter an Parvati, indem er ihr alle Asanas und Pranayamas vormachte. 8.400.000 Asanas. Unendliche Mengen an Pranayama, Mudras und Bandhas. Aber Parvati, gibt jetzt viele Versionen von der Geschichte, Parvati wollte nicht alles weitergeben. Und dort gab es, als Shiva der Parvati das alles lehrte, einen Fisch und der Fisch schaute zu. Und dieser Fisch war deshalb in diesem Leben Fisch geworden, weil er im früheren Leben ein großer Meister war. Und er ist in diesem Leben Fisch geworden, dass er diese Lehre des Shiva an die Parvati mitbekam. Und er blieb die ganze Zeit dort und schaute dem Ganzen zu. Und die Parvati sah, dass dieser Fisch die ganze Zeit zugeschaut hatte. Sie gab ihm menschliche Gestalt und beauftragte ihn, die Hatha-Yoga-Vidya weiterzugeben. So ist dann das Hatha-Yoga zu uns gekommen. Tausende von Jahren später, Shankaracharya hatte seine Eltern, waren lange Zeit ohne Kinder geblieben. Und sie gingen auf Pilgerreise, um zu beten, dass sie ihnen ein Kind geschenkt werden möge, vielleicht sogar mehrere. Und sie gingen in einen Tempel und hatten dort eine Vision von Shiva. Und Shiva fragte sie, wollt ihr einen einzigen Sohn haben, der sehr jung stirbt, oder wollt ihr viele Kinder haben, die sehr alt werden? Wäre klar, was man darauf antwortet. Aber der jung sterben wird, der wird der großartigste Meister aller Zeiten werden. Die vielen Kinder, die ihr haben könntet und die gesund und alt werden, die werden Mittelmaß sein. Was wollt ihr? Was würdet ihr sagen? Ein Kind stirbt jung, aber hervorragend, herausragend, bewirkt Großes, oder? Einige, gesund, glücklich, werden alt. In jedem Fall überleben sie euch. Die meisten Menschen würden Mittelmaß wählen. Die meisten Menschen haben immer wieder die Möglichkeit zu wählen und wählen. Was auch immer. Aber Mittelmaß ist auch in der Mehrheit der Fälle nicht unbedingt das Falsche. Wenn man überlegt, sich ein Fahrrad zu kaufen, da reicht Mittelmaß voll aus. Wenn man einen normalen Arbeitscomputer braucht, reicht ein Mittelmaß voll aus. Aber wenn wir überlegen, wie weit wollen wir im Yoga gehen?
So ein bisschen Asanas und Pranayama, bisschen Wohlfühlerlebnisse, bisschen sanfte Ruhe in der Meditation. Oder wollen wir das Höchste erfahren? Wollen wir Gott erfahren? Wollen wir die höchste Weisheit erfahren? Hier gilt es, nicht mit Mittelmaß zufrieden zu sein. Irgendwo sagen, ja, mein Yogalehrer ist heute 5 Minuten zu spät gekommen, wie schlimm. Oder meine Yogamatte hat ein Loch, jetzt kann ich nicht praktizieren. Das hat mir allererstens ernstes mal jemand gesagt. Sie hat die letzte Woche nicht praktizieren können, weil die Yogamatte ein Loch hatte. Mir sind die Worte weggeblieben. Ich konnte nicht mehr etwas antworten. Dann überlegen, wollen wir nicht doch das Höchste erfahren? Und jedes Hindernis auf dem Weg dort annehmen als eine Lernlektion, an der wir wachsen können. Als eine Herausforderung, an der wir wachsen können. Dann haben wir das Wertvollste. Gut, Shankaras Eltern haben sich, sonst wären sie ja nicht bekannt geworden, für das besondere, außergewöhnliche Kind entschieden. Und 9 Monate später wurde Shankara geboren. Schon als Kind Genie. Ich konnte die Schriften auswendig, noch in der Grundschule. Er wurde schon zum Lehrer als Jugendlicher. Mit 16 wollte er es wissen. Wer bin ich, woher komme ich, wohin gehe ich? Er war nicht mehr zufrieden, einfach nur als Wunderjunge dort und Genie im Ort verehrt zu werden, wie ein Exot dort irgendwo rumgereicht zu werden. Was nutzt Ruhm, Anerkennung, Ehre und Verehrung? Er wollte das Höchste wissen. So machte er sich auf die Suche, fand seinen Guru in Govindacharya. Er praktizierte intensiv und erreichte die höchste Verwirklichung. Govindacharya schickte ihn, und er war dort noch erst 20 gewesen, als er die Verwirklichung erreichte, schickte ihn nach Varanasi, zur Stadt der Gelehrten. Shankara war ein Swami, eigentlich ein Mönch, eigentlich einer, der sich von allem zurückgezogen hatte. Und Govinda war auch ein Mönch und er hatte sich auch von allem zurückgezogen. Aber wir verdanken es Govindacharyas Weisheit, dass er Shankara in die große Stadt geschickt hatte, in den Moloch damals, wo die Stadt zwar der Gelehrten, aber wo alle möglichen Pandits Streitgespräche führten, miteinander stritten, wie ist diese Upanishade gemeint, was bedeutet dieses Wort in der Bhagavad Gita und so weiter. Wo sich eigene spirituelle Menschen gar nicht mit rumschlagen wollen. Sollen doch die anderen sich streiten um Grammatik und genaue Bedeutung. Wir üben ein paar Runden Kapalabhati. Machen Mulabandha, ziehen die Energie nach oben und spüren Brahman. Ist das jetzt wichtig, ob es jetzt Pranayama heißt oder Pranayama oder der Pranayama, die Pranayama, das Pranayama. Govindacharya schickte Shankaracharya in diesen Moloch, in diesen, dass er diskutieren würde mit den Pandits, den Gelehrten seiner Zeit, auch den Wissenschaftlern, die alles anzweifelten, Skeptiker und große, dicke Egos. Für spirituellen Menschen, die meiden sowas. Aber Govindacharya schickte Shankara dorthin, sodass Shankara die Weisheit des Vedanta für alle erfahrbar machen konnte und zeigen konnte, Yoga und Vedanta ist nicht nur etwas für den Zurückgezogenen, ist nicht nur etwas, was Menschen einfach vom Herzen her praktizieren. Es ist auch logisch. Es ist letztlich die logischste Sache von der Welt. Wenn man
wenn man das Logischste macht überhaupt, dann ist es, Yoga zu üben. Shankara versuchte das in seinen Werken darzulegen. Brahma Vidya machte Shankara populär, die Weisheit über Brahman. Und er sagte, Brahma Vidya und Yoga Vidya sind eins. Weisheit über Brahman, das Unendliche, ist auch die Weisheit der Verschmelzung und der Vereinigung. Der Weg des Wissens, Jnana Yoga, ist letztlich eins mit dem Weg des Bhakti Yoga, der Hingabe, und der Weg des Raja Yoga. Wie es in ähnlicher Form ja Krishna einige tausend Jahre vorher gesagt hatte. Über tausend Jahre später. Swami Shivananda, geboren in Südindien. Orthodoxe Eltern, heißt es. So ganz orthodox können sie nicht gewesen sein. Sie waren Brahmanen, aber sein Vater war Minister oder irgendwie am Hof eines Ministers bei einem indischen Maharaja, eben von einem südindischen Staat, der Teil von englischer Kolonialherrschaft war. Dieser übte jeden Tag Pujas, darin war er orthodox, schickte aber seinen Sohn auf eine christliche Missionsschule, damit aus dem was werden soll, vorzugsweise in die Verwaltung. Verwaltung der Kolonialmacht. Swami Shivananda wollte davon nichts wissen. Warum soll er den Unterdrückern dienen? Aber er dachte auch, die Unterdrücker haben was anzubieten, nämlich erstens die Religion der Bergpredigt, die wurde Swami Shivanandas Begleiter. Und ja, so spielte das uneigennützige Dienen in seinen Lehren eine ganz besondere Rolle. Die Liebe zu den Gegnern und das Nicht-Reagieren auf Unrecht und Beleidigungen, was Swami Shivananda zu einer großen Kunst entwickelte. Menschen konnten ihn beleidigen und beschimpfen, Swami Shivananda war nur umso freundlicher zu ihm. Er wurde Arzt, lernte also auch von den Engländern westliche Schulmedizin, lernte auch Ayurveda, lernte auch Hatha-Yoga, lernte auch Naturheilkunde verschiedener indischer Traditionen, englischer Traditionen und auch deutscher Tradition. Gerade vor ein paar Jahren hat mich ein Swami in Rishikesh darauf aufmerksam gemacht. Swami Shivananda hatte sich mit Kneipp beschäftigt. Daher seine Empfehlungen, kalte Bäder am frühen Morgen zu nehmen. Liest man keine Ayurveda-Schrift. Die erzählen einem immer, man soll sich warm halten. Ausgerechnet in Indien. Aber es ist Nordindien. Oder seine Hände und seine Füße und sein Gesicht morgens in eiskaltes Wasser zu tun. Also, auch hier Yoga Vidya im Sinne von die verschiedenen Weisheiten, das verschiedene Wissen zusammenzuführen. Yoga. Wie es in der Medizin heißt, jetzt nicht in der Universitätsmedizin, sondern in der angewandten, wer heilt, hat Recht. Dieser moderne Ansatz der multikausalen Betrachtungsweise von Krankheiten und die multimodale Behandlung, also es gibt viele Ursachen für eine Krankheit, nicht eine einzige, und es gibt viele Möglichkeiten, sie zu behandeln und viele Sachen einfließen zu lassen. Swami Shivananda praktizierte sie in einem Grad, der bis heute verwundert. Keine Hemmungen, östlich, westlich, Schulmedizin, Naturheilkunde, alles rein. Physisch, energetisch, geistig, spirituell, Jnana-Yoga. Es gibt da so eine lustige Passage in dem göttlichen Buch Göttliche Erkenntnis über Gesundheit. Er sagte, ich zitiere ein englisches Sprichwort, an apple a day keeps the doctor away. Ein Apfel am Tag hält den Doktor fern. Dann schreibt er darunter, das mutet uns jetzt komisch an, this is expensive. Das ist teuer. Im Indien der 40er Jahre, wo dann die Engländer aus England Äpfel eingeführt haben, um gesund zu bleiben. Und dann sagt er, der eine Gedanke, ich bin das unsterbliche Selbst, der Atman,
hält alle Ärzte fern und kostet nichts. Das sagt er aber, nachdem er gesagt hat, frische Luft und körperliche Bewegung und gute Ernährung und Entspannung ist wichtig und Freude und Lachen und so weiter, all das hält gesund. Also Yoga Vidya, verbinden Yoga der Weisheit und Wissenschaft der verschiedenen Kulturen. Das wandte er an in Malaysia in einem Krankenhaus. Er merkte das aber zunächst hauptsächlich doch für physische Heilung. Ein bisschen emotionelle Heilung und spiritueller Ansatz, weil er ja meditierte. Dann merkte er, so viel er tat für die Gesundheit, es war nie ausreichend. Und je mehr er sich engagierte, dass es den Menschen gut ging in dieser Dorfgemeinschaft, an dieser Gummiplantage, wo er das Krankenhaus leitete, umso mehr merkte er, es ist nicht ausreichend. So wollte er mehr tun. Und je mehr er tat, merkte er, nicht ausreichend. Irgendwann bekam er Besuch von einem kranken Swami. Und den pflegte er gesund. Und er sagte ihm, ich kann dir kein Geld geben für deine Behandlung, aber ich kann dir Weisheit geben. Dieser Swami lehrte ihn Brahmavidya, die Weisheit von Brahman. Swami Shivananda erkannte, das ist die Lösung aller Probleme. Und er wollte diese höchste Wirklichkeit erfahren. Er verließ Malaya und ging in Himalaya. Praktizierte intensivst. Kam zum Schluss. Letztlich ist Brahman das Einzige, was existiert. Ich will es verwirklichen. Er lehnte Schüler ab, wollte nur für sich sein. Der Drang zu dienen führte ihn dazu, trotzdem so eine kleine medizinische Praxis zu führen, ein paar Menschen in Hatha-Yoga und andere Techniken einzuführen. Aber wollte allein sein. Dann hatte er eine Vision von Krishna. Krishna erschien ihm, während er meditierte, und sagte, Shivananda, wache auf. Ich habe den Becher deines Herzens gefüllt mit dem Nektar des göttlichen Namens. Geh und teile ihn mit allen. Ich werde dafür sorgen, dass er immer gefüllt ist. Und so teilte Swami Shivananda ab da sein Wissen mit vollen Händen aus. Er hatte keine, nichts wollte er zurückhalten. Er gab, gab, gab. Er bekam den Spitznamen Swami Givananda. Derjenige, der Ananda hat im Geben, Ananda Wonne. So war diese Vision von Krishna, diese Erscheinung von Krishna, ein weiterer wichtiger Abschnitt in Yoga Vidya, dass die Weisheit des Yoga weitergegeben wurde. Swami Shivananda hatte viele Schüler und jeder dieser Schüler gab das Yoga auf seine Weise weiter und sein eigener Ashram und die Zentren Divine Life Society existieren bis heute weiter. Einer seiner Schüler, Swami Vishnu Devananda, großer Skeptiker, aufgewachsen in großer Ehrerbietung vor westlicher Zivilisation, empfand Indien als rückständig, rannte von zu Hause weg, um eine Ausbildung zu bekommen, hat als 16-Jähriger. Einzige Weise, er gesehen hat, ist, sich in der Armee verdingen. Verrückte Idee, eine Ausbildung zu kriegen, eine Armee zu gehen. Noch dazu vorzugeben, dass er älter war, denn 16-Jährige durften auch nicht im Zweiten Weltkrieg in die englische Armee gehen. Er kannte dann aber, westliche Zivilisation ist nicht so überlegen, wie er gedacht hatte. Führt letztlich zum Krieg, Weltkrieg. Zig Millionen Menschen starben. In dieser Situation fragte er sich, was soll das Ganze? Er fand in einem Papierkorb Flugblatt von Swami Shivananda, so ein Handout-Artikel, wie man es nennen will. Die Weisheit der sieben Kulturen, ein Gramm Praxis ist Tonnen von Theorie. Praktiziere Yoga und Meditation und erfahre die unendliche Einheit. Ergriffen davon ging er in den Shivananda Ashram, zunächst mal nur für ein paar Stunden, machte tiefe Erfahrungen, ging zurück, kam nochmal hin,
Nachher ging er zurück nach Südindien, um dort Lehrer zu werden, weiter zu praktizieren zu Hause. Dann bekam er eine Einladung zum 60. Geburtstag von Swami Sivananda, kam dorthin und eigentlich nur für eine Intensivwoche. Swami Sivananda sagt, schaut ihn an und sagt, bleib hier. Stay here. Swami Vishnu blieb dort. 1957 schickte Swami Sivananda ihn auf eine Vortragsreise und Yoga-Unterrichtsreise, Tour nach Amerika. Swami Vishnu erkannte, da sind Menschen, die streben danach. Er blieb dort. In den 60er Jahren hat er eine Vision, diesmal eine unschöne Vision, dass wie ein voller Feuerwall über die Erde geht und das Leben zugrunde richtet. Aber er sah auch, es könnte auch etwas anderes kommen. Swami Vishnu, der vorher eher Hatha-Yoga mehr unterrichtet hatte, der mehr unterrichtet hatte, so für Gesundheit, ein bisschen für Spiritualität, aber mehr eben das Gesundheits-Yoga im Westen praktiziert hatte oder gelehrt hatte, selbst hochspirituell war, dachte, reicht nicht mal aus, nur Hatha-Yoga. Mut haben, ganze Yoga unterrichten, mit aller Spiritualität. Mit Jaya Ganesha, mit Arati, mit Puja, mit Homa, egal. Wir brauchen Frieden in dieser Welt. Und er ist nicht allein dabei zu bringen, dass die Menschen ein bisschen sich entspannen, Kopfweh loswerden und Rückenschmerzen. Es braucht eine spirituelle Erweckung. Es braucht eine Bewegung, durch die Prana und durch die Friedensenergie geschaffen wird. Er schuf die Yogalehrerausbildung. Und zuerst 6 Wochen intensiv, das war der erste Kurs. Im zweiten teilte er ihn in 4 Wochen Grundausbildung, später noch 4 Wochen Weiterbildung. Daraus haben wir die 2-jährige Bausteinausbildung oder 2-jährige Ausbildung gemacht. Tausende von Menschen unterrichtet. Ab da begann im Westen langsam die Entwicklung des Yoga in immer wieder neuen Wellen. Inzwischen gibt es viele andere Meister, Meisterinnen und Yoga-Organisationen, die immer wieder neue Impulse geben. Und irgendwann kam es dann zu Yoga Vidya. Wenn euch das interessiert, müsst ihr zu den Jubiläumsfeiern kommen. Kleinen Eindruck kriegt ihr im Yoga Vidya Journal, das ja überall ausliegt. Noch einen kleinen Eindruck, einen sinnlich erfahrbareren, kriegt er, wenn er die alten Fotos mal durchgeht. Aber kann es euch nur empfehlen, kommt zu den Jubiläumsfeiern. Am nächsten Sonntag gibt es eine 20x20-minütige Yogastunde, also 400 Minuten, fast 7 Stunden. Könnt ihr mitmachen, entweder als Ganzes oder in Teilen. Findet an 80 verschiedenen Standorten, unter anderem hier in Bad Meinberg statt. Findet auch in Frankfurt statt. Da werde ich die Stunde geben, weil der Yoga Vidya in Frankfurt begonnen hat. Wird auch im Internet übertragen, so wie jeder Satsang übertragen wird. Wir haben eine eigene Seite, wo es übertragen wird. Aber man kann auch einfach auf der Satsang-Übertragungsseite sein, da wird es dann auch übertragen. Und am Abend spreche ich dann über 20 Jahre Yoga Vidya und werde dann so einiges in Frankfurt erzählen. Das wird live ins Internet übertragen. Und dann haben wir ja 10 Tage später hier in Bad Meinberg die ganz großen Feiern mit Jubiläumsprogramm, Musikfestivals, Swami Yoga, Swarupananda und einige der Lehrenden der ersten Stunde werden auch dabei sein. Ein Moment Stille mit Öffnung für diese Energie von Yoga Vidya, der Weisheit des Yoga, das Wissen um die Einheit, die Techniken für die Verwirklichung.
Wir singen das Om Triambakam, die Nummer 800. Wir wollen das Om Triambakam auch besonders singen für die 5 neuen Ayurveda-Masseurinnen, die jetzt abgeschlossen haben ihr halbes Jahr, sodass Heilenergie durch sie durchströmt, dass sie nicht nur mit Händen, sondern auch mit Prana und Herz massieren werden. Und wir wollen auch das Om Triambakam singen für Annapurna und Leo, für einen guten Start in eine neue Zeit. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivatanam Uravarukameva Bandhanan Mrityore Mukshiyamam Vritat Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivatanam Uravarukameva Bandhanan Mukshiyamam Vritat Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Uravarukameva Bandhanan Mrityore Mukshiyamam Vritat Om Sarvesham Swasti Bhavatu Sarvesham Shantir Bhavatu Sarvesham Purnam Bhavatu Sarvesham Mangalam Bhavatu Sarve Bhavantu Sukhinaha Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Makaschet Dukhabhag Bhavet Asato Ma Satkamaya Tamaso Ma Jyotir Gamaya Mrityor Ma Mritam Gamaya Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Anasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om Frieden 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 O anbetungswürdiger Gott, voll Barmherzigkeit und Liebe, groß dir in Demut gebeugt. Sein ist dein Wesen, Wissen und Seligkeit. Allgegenwärtig bist du, allmächtig, allwissend. Im Innern aller Wesen wohnst du. Gib uns ein verstehendes Herz, die rechte Einsicht, ausgeglichenes Gemüt, Vertrauen, Hingebung und Weisheit. Lege in uns geistige Kraft, Versuchungen zu widerstehen, und Denken und Wollen zu beherrschen. Befreie uns von Selbstsucht, Gier, Zorn und Hass. Erfülle unser Herz mit göttlichen Tugenden. Lass uns dich erschauen in all den Namen und Gestalten. Lass uns dir dienen in all den Namen und Gestalten. Lass uns alle Zeit deine Gedenken. Lass uns stets deine Herrlichkeit singen. Lass deinen Namen stets auf unseren Lippen sein. Und lass uns in dir bleiben, alle Zeit. Om Bola Satguru Shivananda Maharaja Ki Jai. Bola Shivishnivananda Maharaja Ki Jai. Wir stehen auf zum Arati. Wir wollen heute Abend das Arati im Dunkeln machen, wie wir das meisten Samstagabend machen. So hat Arati nochmal eine besondere, schöne Wirkung, wenn er das Licht dabei seht, schwenkt. Und wer den Text nicht auswendig kennt, kann mindestens den Refrain rezitieren. Jai Jai Arati, Licht sei überall. Jai Jai
Yoga Vidya entwickelt sich auch weiter. Nicht nur wird die Weisheit des Yoga weitergegeben, verbindet sich mit immer wieder neuen kreativen Strömungen, um zum Höchsten zu kommen, sondern auch Yoga Vidya als Verein, spirituelle Gemeinschaft entwickelt sich weiter. Und so sind wir weiter auf der Suche nach weiteren Menschen, die bei Yoga Vidya Mitarbeiter werden wollen als Teil einer spirituellen Gemeinschaft. Wir suchen sowohl Menschen hier als auch im Westerwald. Westerwald ist auch ein wunderschöner Ashram, der erste der drei Yoga-Vidya-Ashrams. Mitten im Wald gelegen, kleine spirituelle Gemeinschaft, 30 Menschen. Jeder kennt jeden, direkt in der Natur, auch etwas ganz besonders Schönes. Oder eben hier, große Gemeinschaft, größte Lebensgemeinschaft östlichen Ursprungs, östlich orientiert, sicherlich in Europa, vermutlich die größte außerhalb von Indien, wo auf dem ganzen Ashram-Gelände 200 Menschen dauerhaft wohnen und mehrere hundert Gäste da sein können. Viele Möglichkeiten der Entwicklung und viele Weisen, sich einzubringen und zu praktizieren. Und wenn ein paar von euch dazu kommen, können wir noch sehr viel mehr machen und sehr viel mehr die Weisheit des Yoga verbreiten. Ich wünsche euch eine angenehme Nachtruhe. Bis morgen. Alles Gute.